Raul Schrott, der heute aus Vorarlberg angereist Hallo, ist. Grüß Gott. Um aus seinem neuen Buch Die Blüte des nackten Körpers Liebesgedichte aus dem alten Ägypten zu lesen. Und das Vokalensemble Diapason werden wir hören. Haben wir gehört, werden wir weiterhin hören. Ah ja, gut. Herr Schrott, welches ist Ihr Lieblingsbuch im Moment? Der neue Roman von Richard Obermeier, der im Residenzverlag erschienen ist, Das Fenster. Das finde ich eines der ganz seltenen Beispiele einer wunderbaren Sprache, einer perfekt erzählten Geschichte. Danke. Haben Sie einen Lieblingslyriker oder eine Lieblingslyrikerin? Ich habe ganz viele, weil man von jedem Dichter was lernen kann. Also es ist je nach Alter, je nach Stimmung, je nach Temperament ändert sich der Bezug dazu. Das ist wie beim Wein. Also ich bin da nicht auf einen Wein verschossen. Danke. Gibt es ein Buch oder ein Objekt, ein Projekt, an dem Sie gerade arbeiten? Mehrere. Zum einen kommt im Herbst ein Buch raus, zusammen mit einem Neurolinguisten an der FU in Berlin, bei dem wir das Thema bearbeiten, inwieweit sich an der Poesie zeigen lässt, wie der Mensch denkt, warum die Poesie so ist, wie sie ist. Anscheinend schwierig, aber dabei zeigt sich, dass das alles selbstverständliche Dinge sind, die mit unserem Denken zu tun haben. Dann sitze ich gerade mitten in einem Roman, der im Frühjahr rauskommen sollte, und an einem anderen größeren Projekt. Also zu tun ist genug. Vielen Dank. Dankeschön für die nette Einleitung. Bin ich klar und deutlich zu hören? Ich bringe Sie heute so ein bisschen durch die antike Liebeslyrik. Wobei man bei der Lyrik nicht vergessen darf, dass die Liebeslyrik ja bis hinauf vor, sagen wir, 1-200 Jahren immer gesungen wurde. Lyrik kommt ja von der Leier, von der Lyra her. Ich bringe es also heute vom Hohen bis zum Obszönen am Schluss und vor allen Dingen zuerst mal aus dem Erhabenen und dem Religiösen, weil die Lyrik, besonders die Liebeslyrik, lange gebraucht hat, um sich von der Religion zu lösen, von ihr aber letztlich die gesamte Sprache gelernt hat, denn ob man ein Lied für ein Gebet für die Jungfrau Maria spricht und singt, und ob man daraus dann ein Liebesgedicht macht für die eigene Geliebte, die sprachlichen Tricks sozusagen, die Rhetorik, der Sprachaufwand, bleibt die gleiche. Wir haben also hier das Vokalensemble, das die Neuzeit übernimmt, mit Französisch und Italienisch und anderen Sprachen mehr. Ich werde ein Gedicht von mir selber unterschwindeln, dann können wir also sagen, wir haben heute 4000 Jahre Liebeslyrik aus den verschiedensten Dingen gehört. Ich werde Ihnen die ägyptische Liebeslyrik ein bisschen einrahmen, um zu zeigen, was das Besondere an ihr ist, wie Liebeslyrik vorher aussah und vor allen Dingen, wie sie dann später aussah, als kurzer Streifzug. Weil heute Sonntag ist, bringe ich Sie zuerst mal zu Adam und Eva zurück und ins Paradies. Und das ist ernst gemeint. Das allererste Gedicht, das man überhaupt kennt, was schön ist zumindest für mich als Dichter männlichen Geschlechts, ist ein Gedicht, das eine Frau geschrieben hat. Eine Königstochter namens Enkheduanna, dieses Gedicht datiert auf 2200 vor Christus, ist in sumerischer Sprache gehalten und ein Gebet an eine Göttin namens Inanna. Und die ist deshalb von Bedeutung, nicht nur weil es das erste Gedicht, der erste poetische Text überhaupt ist, sondern weil diese Göttin Inanna eine Göttin ist, die sich dann zur Aphrodite entwickelt hat, zur klassischen Liebesgöttin. Inanna damals aber war eine völlig andere Figur, bei der man merkt, dass die weibliche Emanzipation schon vor 4000 Jahren äußerst ausgeprägt war und dann eher durch das Christentum etwas verflacht wurde, bis sie sich in den letzten 20 Jahren wieder erholen konnte. Denn diese Frau war zuerst eine Kriegsgöttin, dann die Göttin der Fruchtbarkeit, die Göttin der Liebe in einem platonischen Sinn, die Göttin des Sexus, und die Göttin des Morgens und des Abendsterns und des Himmels noch dazu. Also eine äußerst potente und explosive Mischung, die so in der abendländischen Antike eigentlich nicht vorhanden ist. Das erste Gedicht kommt deshalb aus dem Zweistromland, nicht weil dort die Dichtung erfunden worden ist. Dichtung ist eher erfunden worden, weil sie in einer schriftlosen Zeit es erlaubt, längere Inhalte sich zu merken. Das hat damit zu tun mit dem neurologischen Umstand, wenn Sie versuchen, einen Text trocken aufzusagen, dann kommen Sie vielleicht 2-3 Zeilen weit. Wenn Sie ihn singen können,
kommen sie meistens zum Refrain, das ist dann auch zur zweiten Strophe, vielleicht wieder zum Refrain und dann zur dritten Strophe. Dieser Umstand hat zur Erfindung der Poesie überhaupt geführt. Dass wir aber über das älteste Gedicht überhaupt verfügen und dass es aus dem Zweistromland kommt, hat also nicht damit zu tun, dass die Sumerer, wie die damals hießen im heutigen Irak, dass die die Poesie erfunden hätten, sondern vielmehr damit, dass sie zuerst ein Schriftsystem hatten, diese Keilschrift auf Tontafeln, die in der Lage war, längere Texte aufzuschreiben und die dann vor allen Dingen, dieser Ton, diese Tontafeln war ja sozusagen das Plastik der Antike, alle Zerstörungen überstanden hat, denn bei den Bränden der großen Tempelbibliotheken wurde dieser Ton natürlich nur umso härter gebrannt. Soweit, so gut. Der alttestamentarische Ton, den Sie am Anfang dieser Hymne an diese ineinander hören, kommt auch nicht von ungefähr. Die Bibel bezieht sich aus diesem Kulturraum, auch in ihrem Ton und ihrer Konzeption der Götter. Wenn hier der Name Anu auftaucht, dann ist das die mesopotamische Vorform dessen, was wir dann später als Zeus kennen. Gerichtet ist diese Hymne aber an die Göttin Inanna, aus der dann die Ishtar beispielsweise wird, die Astarte wird, die Aphrodite wird. Was weiter daraus geworden ist, ist eine andere Frage. Ich lese Ihnen das auf Sumerisch vor, das hat mir ein Professor aus Leiden beigebracht. Es wird also wahrscheinlich noch einen holländischen Akzent haben. Wie genau das zu rekonstruieren ist, ist sowieso fraglich, weil, also sagen wir, es ist sprachlich so genau, wie wenn ein Japaner in Japan Mittelhochdeutsch lernt und damit nach Ravensburg kommt und versucht, hier etwas im Gasthaus zu bestellen. Besser geht's wahrscheinlich. Nen Messara, Otalaea, Mejimilinkuru, Anorasa, Nukekana, Sokesekalkala, Agazite Kik, Nawena Tuma, Mejumpume, Suska, Tuka, Nengu Mekalkala, Sakese Pesaimen, Meme il, me sujus me la, meme or, me capaciut peta. Herren, gleißendes Licht, Herren, in deinem Kleid von Licht, Geliebte des Himmels und der Erde, Herren, die du mit Ahn schläfst, glosender Schmuck, Herren, die du mit Ahn schläfst, geschmückt von einem hohen Diadem, gekleidet für die hohe Priesterschaft, Herrin, die du alles in der Hand hältst, Herrin, die du alles in die Arme schließt, du hast dein Gift verspien, wie ein Drache über das Land, du grollst der Erde wie der Donner, dass alle Bäume in Flammen aufgehen, du kommst über sie wie eine Flut, dass die Berge hinab in die Ebene brechen, Herrin, du bist das Hohe, du bist die Inanna des Himmels und der Erde. Du regnest das Feuer, du schürst die Steppen damit. Du reitest die Tiere, Herrin, du aller Riten. Dir sind Ahns Recht und Wort gegeben. Herrin, du bist das Hohe. Wie niedrig ist das, was unseres ist. Faisant-ils aux chansons et accords, par plusieurs jours m'a tenu dans buisson, et puis après m'a fait réjouissant, car j'ai l'amour et Pierre et